Hey Leute und willkommen zu einem neuen Part von Resident Evil 4. Wir sind hier noch bei diesen zwei Wegen eigentlich schon fertig, aber mir fehlt noch hier der Schatz. Und ja, ich habe nachgeschaut, wo der, also wie man da hinkommt. Und es ist tatsächlich in dieser Hütte, allerdings an einer Stelle, die ich leider nicht unter die Lupe genommen habe. Nämlich hier. Ein bisschen mehr umschauen hätte geholfen, aber nee, wieso sollte ich das machen? Ganz ehrlich, wenn man auch im Internet nachgucken kann. Du hältst den roten Edelstein. Okay, der ist, glaube ich, wieder für die Krone, für die Maske zum Kombinieren. Ja, das heißt, die ist jetzt komplett. Die hat jetzt einen Wert von irgendwie 20.000, schätze ich mal. Und die können wir jetzt ruhigen Gewissens verkaufen. Ja, keine Ahnung, wie ich das übersehen habe. Ich meine, es ist schon irgendwie ein bisschen dreckig versteckt, aber man kann das nach ein bisschen Suchen schon finden. Naja, was soll's. Wir kommen jetzt zum Punkt, wo die beiden Wege sich wieder zusammenführen. Sich wieder zusammen treffen, meinte ich. Du hast das Tor entriegelt. Okay, was ist das hier für ein Ort? Sieht irgendwie so aus, als ob man das aufmachen könnte. Das ist so eine Art Canyon irgendwie, oder zumindest halt ein Berg. Da ist wieder der Händler. Schauen wir erstmal bei dem vorbei. Da unten gibt es auch noch ein Gebäude mit ein paar Items. Schreibmaschine hier, okay. Und eine Notiz, letzte Verteidigung. Okay. Das Tor reagiert nur auf meine Augen. Ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den man sich merken sollte. Mal kurz speichern. Und auf zum Händler, wobei auf der Rückseite hier gibt es auch noch etwas, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Na gut. Dann halt nicht. So, hast du irgendwas Schönes? Weil die letzten Male hattest du irgendwie nichts Neues. Ich hoffe, das ändert sich. Also hat sich geändert? Nein, hat es nicht. Alles klar. Aber ich kann ihm jetzt immerhin die Maske hier verkaufen. 20.000, ja. Habe ich sehr, sehr gut geschätzt. Und den Rubin können wir auch noch loswerden. Und die Spinels. Gut. Ansonsten habe ich nichts. Bierstein, da fehlen noch zwei. Zwei Edelsteine zum Einsetzen. Hier ist noch ein bisschen mehr Money, okay. So, jetzt können wir da hoch. Ich werde mal die Waffe wechseln. Ja, Red 9 ist in Ordnung. Dieser Hinweis, das Tor reagiert nur auf meine Augen, damit ist dieses Tor hier gemeint, lässt sich nicht öffnen. Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein. Dieses Licht sieht aus wie ein Gerät zur Iriserkennung.
Die öffnen sich nur durch die Augen eines ganz bestimmten Typen. Eines ganz bestimmten Ganados, kann man sagen. Und wir müssen jetzt, da es keinen anderen Weg gibt, hier erstmal mit der Gondel fahren. Es scheint hier keine Items zu geben, da ist ein Fass. Das Lustige hier an der Gondel ist, dass man sieht ihn da unten ganz klein, selbst auf dieser Fahrt Gegner auf uns warten. Also wir sind echt nirgends sicher. Aber okay, das wird schon. Kann ich den schon treffen von hier aus? Ja, sehr schön. Da sitzen gleich mehrere auf einer Gondel. Gleich drei Stück, Alter. Die haben halt auch ein bisschen Spaß, ne? Ist ja nichts gegen einzuwenden. Als ob. Ich hab zwischen den Beinen durchgeschossen. Der Typ wirft ganz schön weit, also echt. Respekt, ne? Blöder Wichser. Ich musste dem jetzt unbedingt noch eine verpassen, weil ich glaube, der hätte mich dann sowieso nochmal angegriffen. Also passt das schon. Die... Ja, geil. Die Red 9, also Pistole generell, ist hier eigentlich eh so eine schlechte Idee. Wieso mache ich das eigentlich? Ich weiß es nicht, frag mich nicht. Mystic Heilin, halt doch einfach die Fresse. ja. Also wieso ich nicht die TMP benutzt habe? Keine Ahnung. Es ist wie im letzten Part, als ich gestorben bin. Wenn man kommentiert, denkt man irgendwie nicht so nach und macht dann mehr oder weniger große Fehler. Beziehungsweise ich glaube, man kann sich da dran gewöhnen. Dies scheinen die Bedienfelder für den Fahrstuhl zu sein. Da spiele ich lieber nicht dran rum, denn ich muss damit zurückfahren. Ja. Man kann sich, glaube ich, dran gewöhnen, dass man kommentiert und trotzdem so spielt, wie als wenn man ja, halt normal spielt, ohne irgendwas zu sagen. Aber so weit bin ich leider noch nicht und ich glaube, das dauert auch ziemlich lange, sich das anzugewöhnen. Also entweder das oder man kommentiert halt echt sehr wenig und so total langweilig, weil ihr wisst es ja, ich lege hier in meinem Kommentarstil, in meiner Stimme, versuche ich immer so ganz euphorisch zu klingen, auch wenn es manchmal überhaupt nicht angebracht ist, ich weiß. Aber so, es gibt halt so Leute wie mich, die sind halt so, hey Leute, willkommen zurück. Und dann gibt es halt noch Leute, die begrüßen euch irgendwie. Ja, willkommen. Weiter geht's mit Resident Evil 4. Ne? So war ich ganz am Anfang auch, aber das habe ich mir recht schnell abgewöhnt. Genug davon, aber der Händler ist schon wieder hier. Und er hat immer noch nichts Neues. Ich hätte mir das jetzt eigentlich auch sparen können, weil es irgendwie klar war. Ich glaube, ich werde jetzt auch Ashley heilen mit dem grünen Kraut hier. Ja, passt. Ist okay. Ja, ich bleib mal bei der Pistole, weil wir haben gerade echt viel Pistolenmunition. Die möchte ich ganz gern loswerden. Wir gehen erstmal hier in diese Höhle. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn die Typen haben mal wieder Sprengstoff bei sich. Mit denen die sich erstmal selbst ausrotten. Ich penetriere deinen Anus, Junge. Und zack. Das habe ich vermisst. So, sonst gibt es hier nichts. Alles klar.
Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist hier ein Schatz versteckt. Ja, der Weg hier führt zu einem Schatz. Da ist noch ein Schatz. Moment, wo ist denn das? Ich sehe gerade, ich habe einen Schatz verpasst. Wieso sehe ich das erst jetzt? Ich habe schon so oft auf die Karte geschaut. Hier, das ist, das ist da dieses Gebäude, wo wir das erste Mal Louis getroffen haben. Da ist hier ein Schatz, also was? Dass mir das erst jetzt auffällt. Habe ich sonst irgendwas verpasst? Nö. Ja gut, ich wollte eigentlich alle Schätze holen, aber damit hat sich das dann wohl erledigt. Wir können da auch nicht mehr hin. Man sieht, abgeschlossen. Na, scheiße, ne? Ich meine, ja. 100% Run hätte ich so oder so nicht machen können. Weil man dafür das Spiel öfter als einmal durchspielen muss und. Nee. Das ist für ein Let's Play dann doch ein bisschen krass. Aber ich hätte doch ganz gern alle Schätze gehabt. Das Blut ist noch frisch. Hat hier ein Ritual stattgefunden? Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob da jemand geopfert wurde oder so. Zack. Einfach so von der Höhe da runterspringen, das tut überhaupt nicht weh. Ach, Leon, du bist schon ein harter Ficker. Ja, ich finde es jetzt doch ein bisschen doof, dass ich den Schatz nicht mehr kriege. Aber was soll man machen? Jetzt ist es eh nicht mehr zu ändern. Deswegen vergesst mal das mal ganz schnell. Ich werde ab jetzt schon alle Schätze holen. Diesen einen haben wir halt nicht bekommen. Ich werde vielleicht. Keine Ahnung, was ich machen soll. Wir blenden den jetzt einfach mal aus. Den hat es für uns nie gegeben. Ah. Ja. Jedenfalls ist hier was. Nö. Ich möchte ganz kurz noch was sagen. Ich plane vielleicht. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Ja, Ashley versteckt sich erstmal. Ich plane vielleicht ein Replay von Resident Evil 4 irgendwann in 2 Jahren oder so. Wahrscheinlich. Jetzt kommt erstmal die Cutscene und ich halt's Maul. Hasta luego. Und damit wären wir schon im ersten für mich richtigen Bosskampf im Spiel gegen den Bürgermeister des Dorfes. Eine sehr, sehr, sehr makabre Transformation. Rotes Kraut, kann ich das? Ich kann das nicht kombinieren, ne? Kann ich das irgendwie hier reinquetschen? Ja.
Okay, erstmal die Musik. Sehr, sehr, sehr creepy. Ja, hier ist noch ein gelbes Kraut. Das kann ich aber nicht kombinieren, ne? Scheiße. Ah doch, mit dem roten. Ach so, das geht auch, okay. Das wusste ich nicht. Hier ist noch ein grünes, von daher passt das schon. Gut, wow, 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 wow. Alter Schwede. Also erstmal die Musik, sehr creepy. Seine Geräusche, die er ausstößt, als ob meine Tasche so voll ist. Okay, ich verballer jetzt mal die TMP. Dass ich da die Munition aufsammeln kann. Und dass der hier auch schön Schaden kassiert. Oh Gott, der hat mich allen Ernstes erwischt. Leck mich am Arsch. Ich sollte das hier eigentlich schaffen, ohne zu sterben, weil... Ja, er hat keinen Insta-Kill-Move. Er ist auch gar nicht mal so schwer. So, jetzt wo er gestunt ist, ganz kurz hier hoch. Der kann mich, wenn ich hier oben bin, auch mit seinen komischen Tentakelarmen erwischen. Weiß nicht, wie ich das... What the fuck? Wie ich das nennen soll. Der... Nein! Oh, leck mich, geh weg. Der ist gerade echt schnell unterwegs, ne? Alles klar, Bruder, alles klar, mach. Mach was auch immer du willst, aber bitte hör auf damit. Das ist echt ein bisschen verstörend. Der ist gerade echt schnell unterwegs, also. Pff, nicht schlecht, ne? Respekt. Schnell runter, schnell runter. Der ist einfach von einem Moment auf den anderen vor mir. Der ist genau vor mir. Alter, hör mal auf. Das macht mich ein bisschen, hier, ich... Das macht mich ein bisschen unruhig. Weißt du was, ich gehe jetzt da nach hinten, du kommst mit. Weil hier ist so eine explosive Tonne. Damit werden wir jetzt ganz viel Spaß haben. Die Gewehrmunition nehme ich auch mit. Kann ich mich hier hinstellen, ohne dass ich Schaden bekomme? Ich glaube nicht. Nee, nee, das klappt ganz bestimmt nicht. Wo ist denn der jetzt? Der ist hier. Kann ich das von hier aus erwischen? Nö, kann ich nicht. Schnell weg. Alter Schwede, komm, jetzt aufs Fass schießen. Er steht die genau daneben. Ja, sehr schön, sehr viel Schaden. Und jetzt noch schön hier alle Munition reinballern. Der Typ überlebt das. Aua, das tat ein bisschen weh. Da habe ich natürlich beim ersten Mal spielen auch gedacht, das war's, aber nö, der ist echt, hält echt viel aus. Der ist nicht so leicht klein zu kriegen. Yo, Alter, jetzt bleib mal ruhig, das ist doch echt, ich habe den gar nicht so schnell in Erinnerung, ne? Ah. Ich will keinen Schaden. Geh weg. Das Schöne ist, wenn man an Leitern klettert, kann man so ganz kurz runterkommen, weil man, während man auf Leitern klettert, ist man unverwundbar. Grüezi. Habe ich überhaupt keine TMP-Munition mehr? Nein, habe ich nicht. Okay, ich greife mal zu Red 9.
Na, sehr schön. Granate vielleicht, wenn der am Boden liegen bleibt. Scheiße. Scheiße, nein! Aha, okay, okay. Ja, Shotgun, glaube ich, ist da auch gar nicht mal so schlecht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Shotgun ist hier komplett nutzlos. So. Wo bist du, hä? Wo bist du, wo bist du? Da ist er. Ah, sehr schön, runtergeschossen und das war's. Igitt. Du hast echt viele Patronen in dich aufnehmen können, mein Freund, aber jetzt ist Schluss. Hier ist noch so eine Brandgranate, habe ich gesehen, und die Sachen, die er gedroppt hat. Darunter das Glasauge. Und 30.000 PTAS. Are you okay, Leon? Ja, Ashley, ich bin okay. I'm okay. Ja, geiler Bosskampf auf jeden Fall. Sehr gut inszeniert, sehr... Bringt halt ein sehr unangenehmes Gefühl. Alles in allem top. Dieser Bosskampf ist auch der Abschluss des ersten Drittels des Spiels. Erstmal gucken noch, ob der was Neues hat. Wahrscheinlich eher nicht. Also in letzter Zeit wirst du mir ein bisschen unsympathisch, ne? Naja, gut. Ein schöner Abschluss für diesen Part, das Ende des Bosskampfes gegen den Bürgermeister. Im nächsten Part schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.